Moin Leute, was geht ab? Ich bin der Zero von Lead Effect und diesmal ein Dual-Commentary, ja, kann man schon so sagen, mit dem Werten Knosti. Servus Leute, ich bin's der Knosti. Genau, und ich sitze jetzt gerade neben ihm, also nicht so ein Dual-Commentary, was man ja eigentlich so kennt über TS oder über Skype, sondern jetzt hier live direkt nebeneinander. Ihr könnt uns zwar noch nicht sehen. Autsch, du dummer Bastard! Ja, das war der Beweis. Und auf jeden Fall, wir sind jetzt hier in Wien, da wohnt nämlich der Knosti und ich bin seit Mittwoch hier. Auf jeden Fall ziemlich geil bisher gewesen und jetzt haben wir uns gedacht, ey, wenn wir jetzt hier schon zusammen sitzen, dann müssen wir auf jeden Fall auch was aufnehmen. Und weil der Knosti Österreicher ist und ich Deutscher bin und wir gerade auch ein Video für seinen Kanal gemacht haben, was Österreicher über Deutsche denken, ja, machen wir jetzt einen Zweiteiler draus und jetzt geht es darum, was Deutsche über Österreicher denken, wenn sie überhaupt was drüber denken, aber kann man schon ein bisschen was zu sagen. Ja, und ich würde sagen, fangen wir auch mal direkt an. Also, was denken Deutsche über Österreicher? Es als Vorwort. Ich glaube nicht, dass ihr so viele Vorurteile gegenüber uns habt, wie wir gegen euch. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ihr uns als richtiges Bauernvolk bezeichnen würdet. So, ja, die wohnen in den Bergen und die haben da Ziegen, Schafe. Ja, genau. Kühe, so wie bei Heidi, ja? Ja, genau, so wie bei Heidi. Naja, also es ist schon so, im Prinzip, ich glaube, viele Deutsche oder viele, die sich das jetzt hier angucken, werden sagen, ja, okay, so Gedanken über Österreich mache ich mir jetzt nicht so großartig. Scheiß auf die. Scheiß auf die, wer ist denn das? Die sprechen halt Deutsch und fertig. So. Aber das richtige Deutsch sprechen wir, muss ja, ich da auch merken. Ja, ist ein Vasallenstaat. Und deswegen, und das Ding ist halt, aber was man schon sagen kann als Deutscher ist, dass man in erster Linie schon so denkt, ja, Österreich, das gehört ja mehr oder weniger schon irgendwie. Ja, komm, das gehört schon mehr oder weniger irgendwie dazu, das ne? Es ist im Prinzip. Und ihr wundert euch, warum die Welt denkt, dass ihr immer an allen Kriegen schuld seid. Ja, es war ja nicht ein Österreicher, der hierher gekommen ist. Nein, auf keinen Fall. Nochmal, nur die Deutschen waren so dumm, ihm zu folgen. Ja, okay, also jetzt sei leise, auf jeden Fall. auf jeden Fall, das Ding ist, ich muss schon sagen, so als Deutscher zum Beispiel über die Politik in Österreich weiß man eigentlich gar nicht so richtig Bescheid, ja. Also ich meine mal, was es hier für Parteien gibt, SPÖ, FPÖ, ja, also mit dem Ö und so, ne. ÖVP. ÖVP. Die und Grünen. Oder hier Fernsehen, ORF und... ORF. ORF, aber im Prinzip müsste es ja eigentlich ÖRF sein. Eigentlich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dieses ganze österreichische Medienlandschaft und Politik, die ist einem überhaupt null vertraut, ja. Aber es läuft ja halt alles auch irgendwie eigenständig ab. Und man denkt halt schon irgendwie so, wenn man über Österreich denkt, also bei mir ist es persönlich so, dass ich da eigentlich nur an Berge denke, wirklich nur an Berge. Wobei man sagen muss, dass der Osten von Österreich ja eigentlich gar nicht so bergmäßig am Start ist, eigentlich ganz normal. Hügellandschaft, ne? Und der Osten bildet halt den größten Teil von Österreich. Und da muss man schon sagen, als Deutscher denkt man dann schon so, hä, wo sind denn hier überall die Berge? Was ist denn hier los, ne? Obwohl hier gar keine sind. Also nicht wirklich. Und das ist schon, da wird so das Weltbild so ein bisschen von Österreich zerstört, aber es geht eigentlich einigermaßen. Und Wien, ja, Wien habe ich mir eigentlich genauso vorgestellt. Viele alte Gebäude, also schöne alte Gebäude, muss man ganz klar sagen. Ja, und halt auch viele Läden, die man so nicht kennt, die aber halt in einfach Untergruppen von deutschen Unternehmen sind. Zum Beispiel Aldi, ne? Oder ist ja Aldi Hofer, ne? Oder Billa gehört zur Rewe Group. Genau, zur Rewe Group. Und ja, dann die Österreicher sprechen natürlich auch ihren eigenen Slang. Der Wiener Dialekt. Der Wiener Dialekt, sag mal ein paar Wörter. Ja, der typisch wienerische Satz, den ich so auch jedem mitgebe, das ist ja urleiwand. Das ist ja urleiwand. Das ist ja urleiwand, das ist halt, das ist, ja, das versteht man noch. Ur ist so, das, da kommen viele Deutsche nicht mehr klar. Obwohl Ur. Urcool, das ist einfach sehr cool. Ja, oder? Eben, Ur ist einfach sehr. Ja, Ur. Das ist, urig ist das. Das mit dem Ur. Und leiwand ist halt so richtig ein urwienerisches Wort. Das, halt, ja. Das kann man auch nicht so beschreiben. Das heißt auf einer Seite cool, lässig. Das ist halt so ein Lifestyle-Wort, würde ich sagen. Ein Lifestyle-Wort. Also leiwand kann man sagen, wenn etwas cool abläuft, wenn eine Aktion, also... Cool gewesen war. Bombe, cool, ja. Bombe, cool, ja. Und das sind halt so Begriffe, da denkt man sich als Deutscher erstmal so, okay, alles klar, was geht da? Aber und dann wiederum sagt man als Deutscher Begriffe, die dem Österreicher gar nicht so vertraut aber eher, sind eigentlich, eher weniger. Aber eher weniger. Genau. Also ich spreche ja zum Beispiel komplett Hochdeutsch und das dann komplett easy eigentlich, oder? Ja. Also es gibt ja auch so Tomate, heißt ja bei uns Paradeiser. Ich sage zwar auch Tomate dazu, aber in wirklichen Wiener sagt eigentlich Paradeiser. Ja. Oder zu Kartoffel, Erdäpfel.
Oder Bankomat. Bankomat, das heißt, ich habe das noch nie gehört, Mann. Nicht Bankomat, wissen wir, also Bankomat man halt kann sich schon Geldautomat halt, ja, ne? Ja, eben, Bankomat. Nee, auf jeden Fall, als Deutscher, dann macht man sich gar nicht so Gedanken, aber im Prinzip haben die Österreicher doch schon einige, also wenn man einfach hier selber ist, ne, und einfach mal hierher kommt, dann merkt man schon, dass die Österreicher schon viele Eigenarten haben, also, ja, doch, kann man schon so sagen, und wo man dann denkt so, ah, okay, ich dachte, Österreicher sind einfach so wie die Bayern so, ne, also einfach so ein Bergvolk, ne, Bauernbergvolk, ne, und dann wirst du, merkst du aber, na, es ist eigentlich doch nicht so, ein bisschen, aber doch nicht eigentlich im Großen und Ganzen so. Und alles auch ziemlich auch eigenständig, so einfach komplett ein anderes Land. Ja, obwohl man eigentlich denkt, müsste fast identisch sein, aber es ist halt einfach echt nicht so, ne? Also ja. Gibt so viele Sachen, die einfach anders aussehen, ja. Einfach wirklich wie ein komplett anderes Land, nur die Sprache ist halt dieselbe. Und okay, natürlich, ich meine mal vom Aussehen her, vom... Da muss man halt schon sagen, dass die Österreicherinnen besser ausschauen. Die Österreicherinnen sind, muss man schon sagen, die sehen gut aus, ja, muss man schon sagen. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, als Deutscher, spreche ich so ein bisschen für alle, macht man sich nicht so viele Gedanken über Österreich, nimmt es einfach so als zusätzlichen Staat im Prinzip schon fast wahr, also im Unterbewusstsein meine ich einfach, ne. Und, aber dann, wenn man hier hinkommt, ist es einfach im Prinzip alles nochmal viele Eigenheiten mit Parteien, Märkten, wie die alle heißen, und Wörtern und dem ganzen Zeug, dass man schon sagen kann, ist schon echt ziemlich eigenständig, ne? Aber das muss man einfach mal hier gewesen sein. Ist auf jeden Fall cool. Aber auf jeden Fall ist aber kein so negatives Bild, oder? Eigentlich? Nö, ist kein negatives Bild, außer dass ihr ziemlich rassistisch gegenüber Deutschen seid. Aber das sind wir nicht offiziell, das ist ja nur ja, so. Ja, ich weiß. Aber da gibt es auch nochmal eine Story, die könnt ihr hören, wenn ihr auf das Video von Knossi klickt. Der ist auf jeden Fall auch oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, einfach mal abchecken, da habe ich nämlich auch ein Video mit ihm zusammen gemacht auf seinem Kanal, wo er sagt, was Österreicher über Deutsche denken. Ist auf jeden Fall ziemlich spannend zu hören. Und ich habe mich da auch ein bisschen verplappert an einer Stelle, aber ist auch egal. Auf jeden Fall gönnt es euch auch einfach mal. Und dann würde ich einfach mal sagen, ja, hauen wir rein, ne? Ciao. Ciao. Assi. Du Arschloch.